Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Felix und mir wurde die Ehre zugetragen, heute die Rede zu halten. Deswegen mache ich das. Zuallererst möchte ich mich jetzt erstmal bei dem Team von der Alten Kupferschmiede bedanken, dass wir die Räumlichkeiten bespielen dürfen. Und natürlich auch danke an das Dozierenden-Team von Studio Service, Lina-Marie Katz und Sandrine Jalquin, die uns das Semester über begleitet haben, beraten haben. Und natürlich auch an die Weinschicht da hinten. Es gibt natürlich hier eine Bar, das heißt, ihr könnt alle in dem Einbahnstraßensystem hier rein und da hinten raus euch an der Bar bedienen, während ihr dann natürlich auch die Ausstellung anguckt und die Musik von Schwester jetzt gleich genießen könnt. Genau, die Ausstellung Stibitzt und Abgegriffen, so hieß auch unser Seminar, eröffnet heute und ich bin total froh, auch jetzt euch alle und sie alle zu sehen und natürlich aber auch die ganze Gruppe. Wir haben uns oft gesehen, es war aber sehr kachellastig und deswegen bin ich umso freudiger, jetzt nochmal hier das Miteinander zu teilen. Ich habe mich auch gefragt, wie ich anfangen soll und habe dann erstmal auch geguckt, was heißt denn überhaupt Stibitzt und was heißt Abgegriffen. Auch gut, das nach dem Semester zu machen. Aber Stibitzen heißt ja auch was so mit so einer, so listig was abzugreifen oder listig sich so anzueignen. Und das finde ich spannend, weil wir alle vorgefundenes Material benutzt haben. Das ist auch Teil des Seminarthemas. Es hat angefangen mit einer Fotostory, die wir alle im Seminar vorbereitet haben. Es gibt auch ein Zine, was von uns aus den, also von uns Studierenden gemacht wurde, das Guilty Pleasure Zine. Da werdet ihr vielleicht das ein oder andere über uns erfahren, was unser Guilty Pleasure ist. Genau. Und abgreifen heißt auch, sich so vielleicht mit ein bisschen Skrupel was nehmen, aber auch durch häufiges Anfassen so verändern. Und das passt eigentlich ganz gut dazu, weil alle Arbeiten auch mit dem Risographen erstellt wurden. Sieht aus wie ein Kopierer, funktioniert aber eher so ein bisschen wie so ein Siebdruck. Das könnt ihr auch Lina und Sandrine oder uns alle gerne dann nochmal fragen, wenn euch das interessiert. Und die Farbe, die geht auch immer so ein bisschen ab. Deswegen finde ich, passt das eigentlich ganz gut zu dem Titel. In dem Seminar selbst waren 12 Studierende und ich kann jetzt nicht durch die ganze Ausstellung führen, weil wir jetzt ja auch natürlich hier vorne stehen, aber ich möchte trotzdem der Fairness halber und auch der Wertschätzung halber alle Namen erwähnen und den Titel. Wir sind bis auf Nicole Witte, glaube ich, alle heute Abend hier, das heißt, ihr könnt uns gerne ansprechen, wenn ihr Fragen habt über die einzelnen Arbeiten. Genau, und ich fange an, dem Alphabet zufolge. Svenja Brinkmann mit der Arbeit Rendezvous. Ein Stibitzt und abgegriffener Katalog einer fiktiven Ausstellung. Genau. Michelle de Roy mit der dreiteiligen Plakatserie Cancel Culture. Ann-Kathrin Giesbach mit der Arbeit Makellos. Dort könnt ihr auch was erwerben und es wäre schön, wenn ihr da natürlich auch einen kleinen Obolus reinwerft. Genauso wie hier vorne bei dem Auslagentisch. Dort gibt es ganz viele Sachen, die ihr euch gerne mitnehmen könnt gegen eine Spende. Die Spenden stehen dort. Die Spendenempfehlungen. Weiter geht's dann mit Ella Vogt und den Arbeiten Werbung. Einmal hier am Fenster, einmal da hinten, Objekt 1 und 2 unter anderem. Mona Herbert mit der mit dem Katalog Super Studi Adventures und Tina Jänisch mit der auffaltbaren Karte Wohin nochmal. Dann gibt es eine Arbeit von mir, die Mundtot heißt, an der Wand mit dem Beamer. Maria Lenz mit dem Katalog nach. Jede Person, die vielleicht ältere oder jüngere Geschwister hat, wird da, denke ich, was finden, was durchaus spannend ist oder einen zum Schmunzeln bringt. Hier an dem Fenster und auch außen schon sichtbar von Damian Schäfer, You Glow Girl. Und ich möchte auch da nochmal aufmerksam machen, dass Damian das unter anderem angeregt hat, weil seine Installation auch eine politische Dimension hat, dass alle Einnahmen, die wir hier durch Spenden akquirieren, auch an die Luftbrücke Kabul gespendet wird, was vielleicht ja nochmal ein Anreiz ist, noch ein bisschen mehr zu spenden. Elisa Schnieder, die auch dankenswerterweise hier den Einlass regelt, mit der Serie Octopussy hier am Fenster. Jennifer Fohl mit einem sehr intimen Kochbuch quasi, den Titel auf Italienisch kann ich leider jetzt nicht richtig aussprechen. Und dann Nicole Witte mit der Serie Barilla oder auch Pasta Pasta, das Künstlerbuch. Genau, das waren die 12. Sprecht uns gerne an. Ich möchte auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass im zweiten Raum neben der Bar auch ein Teil von Damians Arbeiten ist, die ihr gerne, der partizipativ ist, wo ihr gerne auch mit teilnehmen könnt. Und ansonsten ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wie man das so schön macht und hoffe, ihr habt alle einen schönen Abend.
Thank you.